So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play eines Indie-Rollenspiels. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall irgendwas mit H hieß das. Das werdet ihr gleich sehen, was das ist. Mit meinem Kumpel Shadow Dragon, Jo. der das Ganze heute mit kommentiert. Wir sehen uns. So heißt das Beziehungsweise Spiel. Artlock. Ja. Artlocks Festival of Magic. Und sogar auf Deutsch ist das Spiel. Und los geht's. Einstellungen erstmal. Ton, Text. Noch irgendwas bei Text. Sofortiger Text. Ah, das ist sowas. Textgeschwindigkeit. Maxi, klatsch dir auf Maxi. Und das ist, wenn der Text kommt, dass er sofort da ist. Wenn ich also so aufbaue. Also auch komplett, ja. Wir schauen erstmal, Ja. dass das erstmal deaktiviert. Ton, Musiklautstärke am bleiben, Umgebungslautstärke. Sound, ja, muss also bleiben erstmal. Musik, da weiß ich nicht so recht. Vielleicht macht es ein bisschen mehr Laune, wenn es auch Maxi ist. Ja. Sounds, das dürfte, wenn man zuschlägt oder so sein. Ja, und starten. Da oben, das ist das Speichersymbol. Kampf beeinflusst die Kampfreihe, indem Du die ich. Spielergruppe beschleunigst oder die gegnerische Gruppe verlangsamst. Es ladet. Grafisch sieht's nicht schlecht aus. Ja. Die Ruinen meiner Vergangenheit, geheimnisumwoben. Die Legenden zufolge gingen die Menschen vor Furcht und Ehrfurcht einer mystischen Zivilisation, die ganz Umbra beherrschte. Gottähnliche Strenge herrschte, die sich das Amri nutzbar machte, die magische Oh, Energie. geht ein bisschen leider ein bisschen zu schnell Ja, wieder. es gab einen Aufstand, der Krieg brachte um, der Amri-Kern explodierte. Eine Welle schwappte über das Land des Tages. Vulkan brach aus. Tsunami fegten über die Ebenen. Leviathan. Wusch! Und als das Meer sich beruhigt, war diese legendäre Rasse eine entfernte Erinnerung, glaube ich. Blumen und Bestien trugen nun einen Teil des Anriss in sich. Menschen und andere kämpften weiter. Bald entstanden neue Zivilisationen. Jetzt ist Umbra ruhig. Fragt bloß wie lange. Im Norden regiert das Sovianische Reich. Ein dunkles Geflüster verweilt in den alten Ruinen. Aber für ein Indie-Game schon mal richtig schön. Ja, vor allem grafisch. Ja. Arslog Festival of Magic. Naja, wenn man die magischen Feste feiern will, dann geht's jetzt gleich los. Let it go. Leveln. Erhöhe deine EP beträchtlich, indem du gegen Gegnergruppen kämpfst, die größer sind als deine eigene Gruppe. War doch so, ja? Ja. Prolog. Suvia, Haus der großen Wellenhelle. Na klar, das. Außerdem fehlt ein Taika. Nur noch eine Unterrichtsstunde, dann geht's auf zur ersten Kadettenflugmission. Hi. Taika, ruff, ruff! Ruhig, Junge, ruhig. So, das ist schon mal die Lady, die man hier spielt. X untersuchen. Wieder ein leerer Magen. Warum könnt ihr Sturmhunde nicht einen Appetit haben wie gewöhnliche Hunde auch? Und das heißt bei anderen nicht so. Du frisst einfach zu gern, nicht wahr, Taika? Ja, da ist auch ein atmosischer Hund. Atmosisch? Ah ja, so verstanden. Drei Tränke und fünf Pflanzen. Meine Schleudern und meine Krafthandschuhe sind bereit. Lass die Be Prüfung beginnen. Weiter ist hier nichts. Hätte ja sein können. Oh? Hier unten geht's nicht lang. Sieht nicht so aus. Uiuiui. Dann scheint der Lehrer zu sein. Auf dem Podium denke ich mal auch. Jo, guck mal, was die hier vorne haben. Wow. Die Die sehen sehen. scharf aus. Ja, sind so.
Deswegen, und hier sind noch ein paar Pieksen. Ein paar Magierstab. Oh. Die sehen scharf aus. Nochmal selber. Mhm. Du hast recht, Taika. Ich muss den Kampftraining beenden, damit ich mit den Fliegen anfangen kann. Ah, das ist eine Probe. Ja, dann mal gleich mal lucken. Heilbalsam. Hey, pst. Ich hab dir den Kram über die Gesichtsexamen zusammengeschrieben. Na klar, Schuppenordner hier. Und verstehen gleich. Na, gucken, was heute los ist. Da seid ihr ja. Ihr müsst mir zeigen, was ihr in der Kampfausbildung gelernt habt. Ausbilderin Vera. Jeder muss die Prüfung abschließen, um seine Flugerlaubnisse zu erhalten. Selbst die Tochter des Generals. Ich würde sie auch gar nicht anders wollen. Fangen wir an. Dein Sturmhorn wird zu lange warten müssen. Okay, ich bin bereit. Round 1, fight! Willkommen zum letzten Kampftraining, Eve. Fangen wir mit dem... Windkampffähigkeiten an. Denk mal, dass das Wind ist. Windkampffähigkeiten ermöglichen es dir, aus einer Liste von Fähigkeiten in deiner aktuellen Haltung auszuwählen. Fähigkeiten in deiner Speerhaltung zu verwenden, kostet dich Amri und einen Zug. Wähle Kampffähigkeiten aus und greife das Ziel an. Jawohl! Das da. Genau das da oben. Alter. Wie ich sehe, hast du Gesundheit verloren. Ja, das bisschen. Gegenstände verleihen dir Zugang zu Tränken. Wähle Gegenstände aus und nutze Tränke, wenn du deine Gesundheit sinkt. Jawohl. Ich glaube, das musst du jetzt gerade machen. Einmal nach links. Ja. Auf. Ja, schön. Also so ist das gemacht worden. Man kann ja mal abkürzen. Gucken, ob man das ohne machen kann. Wie mein? Wie verwendet ihre Schleuder, um Durchsporungsschaden zuzufügen? Ah, das ist die Info, deshalb. Aha. Nimm ich die Donnerfaust. Donnerfaust! Gute Arbeit! Als nächstes kämpfst du gegen einen fliegenden Gegner. Denk dran, dass du Fernkampfangriffe einsetzen musst, um ihn zu treffen. Wechsel deine Haltung, um Fernkampffähigkeiten einsetzen zu können. Ich gebe alles, Ausbilderin. Ja, das ist ein weiblicher. Ja. Sieht man gleich durch die Augenklappe. Und man sieht auch an der anderen Seite nichts. An einer anderen Stelle nichts. Naja, weil zu viel Kleidung ist. Evil, in dieser Unterrichtsstunde behandeln wir Haltungen. Haltungen verleihen dir verschiedene Sets an Kampffähigkeiten, die es dir ermöglichen, Strategien je nach Art des Gegners auszuwählen. Deine Speerhaltung verleiht dir Zugriff auf Nahkampf. Deine Schleuderhaltung verleiht dir Zugriff auf Fernkampf. Wie du sehen kannst, Eve, fliegt das hier jetzt und kann nicht mit einem Nahkampf getroffen werden. Wechsel zur Schleuderhaltung, damit du ein fliegendes Ziel angreifen kannst. Haltung ändern. Mit R1. Genau. Hier sind wir noch, ja. R1. Ihr verwendet ihre Schleuder, um dort Bohrungsschaden zuzufügen. Donnerfaust, Feuerfalle. Irgendwie musst du bestätigen, die Sache. Ja. R1. Ist ja eine Wechselung. Ist ja komisch. Hm. Da steht auch keine weitere Taste. Haltung ändern, R1. Alter. Zwei Maus die drücken, Alter. Deine Haltung zu ändern kostet dich einen Zug und ermöglicht es, deinen Gegner anzugreifen. Deine Anfangshaltung kannst du vor Beginn des Kampfes im Paar-Menü auswählen. Au! Jetzt muss ich nochmal andere. Ja, jetzt kann ich nochmal andere. Zack!
Und nochmal. Abgestürzt. Letzte Unterrichtsstunde lief. Kampfaufnahme. Gegner werden versuchen, einen Kampf aufzunehmen, wenn du ihnen nahe genug kommst. Aber werden aufgeben, wenn du dich zu weit entfernst. Der Kampf-Countdown wird angezeigt, wenn Gegner versuchen, einen Kampf aufzunehmen. Er zeigt sowohl die Anzahl der Gegner an, als auch die verbleibende Zeit vor Kampfbeginn. Um im Kampf den ersten Zug zu haben, drücke X, bevor der Countdown abläuft, wo die Gegner sich nähern und dich angreifen. Die Erfahrung, wie du gewinnst, wird beträchtlich erhöht, indem du immer mehr Gegner bekämpfst. Sei mutig und unerschrocken. Schare so viele Gegner um dich, wie du dich traust, und bekämpfe sie. Nähere dich dem Ziel, versuche mit beiden den Kampf aufzunehmen. Um im Kampf den ersten Zug zu haben, drücke X, bevor der Countdown abläuft, oder die Gegner sich nähern und dich angreifen. Bin schon dabei, Ausbilderin. Komm, Taika. Ah, jetzt hat funktioniert. Hätte ich dir auch gleich sagen können. Taika, zu Beginn deines Zuges generierst du einen Amri, aber du verbrauchst Amri, wenn du Kampffähigkeiten einsetzt. Mit der Fähigkeit Ausruhen kannst du pro Zug ein zusätzliches Amri generieren. Wähle eine Aktion und nutze die Fähigkeit Ausruhen, wenn du nicht genug Amri hast, um eine Fähigkeit einzusetzen. Ne, sind genug da. Ja. Drei Stück. Nee, halt, ich wollte noch nicht nach Kampf nehmen. Ah, jetzt ist es spät. So, in Nahkampf ist wieder. Also Speer. Wasserfeuer mit Farbsoption. Kommen wir jetzt drinnen? Ah ja, ist drinnen. Da reicht es ja an Balken. Ja. Hab ich noch mehr hier? Feuerimmunität, Wasserimmunität. Feuerfalle. Der muss ich erstmal hier ausruhen lassen, was ich mir geschenkt habe. Einer weniger. Thunderbau. Verwendet Taika im Moment nur Elementarabsorption. Aber was ist hier? Ich weiß gerade nicht immer, wer dran ist. Ah doch, da unten. Da, jetzt sieht man an der rechten Seite. Nee, der kann seine Klasse nicht ändern. Du meinst deine Haltung. Ja. Die Donnerfaust kann man jede Runde einsetzen. Nur für die Feuerfaust brauchst du ein bisschen mehr Amri. Ja, Feuerarten. Ja, den kann auch einsetzen. Wasserbombe. Noch ein au, 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 au! Puh! Der ist knusprig bald. Ja, und zack, und weg damit. Oh. Ich gebe auf. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Kampfsystem. Ah, ein Bonus, weil ich beide mit einmal hatte. Denke mal auch. Bonus mal 2, Multigegner mal 2, niemand gestorben. Da lagen gefundene Gegenstände. Herzlichen Glückwunsch, Kadetten. Mit dieser Unterrichtsstunde ist eure Kadettenausbildung beendet. General Lavender wird jetzt die Piloten für den ersten Spielflug bekannt geben. Ich denke mal, das ist der Vater von Eve. Oder? Ui, der sieht gut aus. Lavender? Ne, der ganze Rest mit seinem Bart. Ich denke mal, das ist Lavender. Ausbilderin Vera, ein Wort der Warnung an euch, ausgewählte Kadetten. Die Route der Spähpatrouille führt die Feuerküste entlang und am Zavirum-Tempel und dem Goblin-Lager vorbei. Also, seid vorsichtig! Danke, Vera. Alles hergehört. Die Kadetten mit Flugerlaubnis für den ersten Spielflug sind Punch, Judy, Sin, Eben. Kommandant, Ich wird eure Leistung bewerten. Glaubt mir, ich höre mir an, was er zu sagen hat. Die Dokumente für die Flugerlaubnis findet ihr auf eurem Tisch, auf euren Tischen. Das wäre alles. Was? Ist das dein Ernst? Ich
bin mindestens unter den besten drei meines Jahrgangs. Du hast meinen Namen absichtlich von der Liste gestrichen, richtig? Du sprichst mit deinem Kommandanten, Ivory Lavender. Pass auf, was du sagst. Wenn ich der Meinung bin, dass du oder ein anderer der Kadetten noch nicht bereit seid, muss derjenige hier bleiben und härter trainieren. Dass du meine Tochter bist, hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Das hat sehr wohl. Der Unterricht ist beendet. Kommandant, ich vermute, die Vorbereitungen für meine sofortige Abreise nach Aranu sind abgeschlossen. Es ist alles vorbereitet, General. Ich muss dir etwas gestehen. Trotz all deiner Hilfe bin ich im Kampf ständig durchgefallen. Ich wollte nichts sagen, aber jetzt, weil du nicht ausgewählt wurdest, fühle ich mich schlecht. Ich weiß nicht, wie ich es auf die Liste für den Spätflug geschafft habe. Ich schon. Mein Vater lässt mich nie irgendwas machen. Er glaubt, ich komme damit nicht klar. Aber ich werde es ihm zeigen. Ja, er ist ziemlich hart zu dir. Das Mindeste, was ich tun kann, um mich zu revanchieren, ist, dir meinen Platz zu überlassen. Punch, du bist ein guter Freund. Vielen Dank. Komm, Taika, gehen wir aufs Flugdeck. So. Gefundene Gegenstände. Flugfreigabe. So, und das war's dann erstmal für das erste Let's Play von diesem Indie-Game. So, und wir sehen uns dann im nächsten Video. See ya later. Und tschüss.